Es geht weiter. Wir wollen ja nach Norden. Das wird heute wahrscheinlich ein langweiliger, eintöniger Trip. Wir haben 370 Kilometer vor uns. Wir wollen heute den Polarkreis erreichen. Und sollte heute etwas passieren, erfahrt ihr mehr nach dem Intro. Wir fahren die eintönige E45 entlang, oft kilometerlang geradeaus, ohne Abwechslung, kaum Verkehr, kein Elch. Nur wenn die Rentiere auftauchen, heißt es aufpassen, besonders bei den Jungen, die sind unberechenbar. Dann entdecken wir in Storuman diesen Kameraden. Er wird der wilde Mann genannt. Er soll seine Heimat Lappland verteidigen. Nicht nur in Schweden, sondern auch in Finnland. Die Legende geht wohl auf das 16. Jahrhundert zurück. Uns fällt dieser Kranichbrunnen auf. Ja, die gibt's hier oben auch. Ich will euch mal meinen Arbeitsplatz vorstellen. Das hier ist meine Insta, mit der ich die Innenaufnahmen mache. Das Navi, ein spezielles Camper-Navi, das auch Campingplätze kennt aus verschiedenen Campingführern. Das ist gekoppelt mit einer App, dass ich immer Verbindung zum Internet habe und über die aktuelle Verkehrslage informiert bin. Und hier oben ist die Dashcam, die aktuellen Bilder zeigt, wenn uns die Rentiere vors Auto rennen. Und der Monitor da hinten ist meine Rückfahrkamera. Eigentlich führt die E45 an Arvidsjaur vorbei. Aber da wir einmal da sind, fahren wir mal rein. Hat sich aber nicht gelohnt. Immer wenn sich etwas Abwechslung bietet, legen wir eine kleine Rast ein. Aber an diesem Tisch möchte ich nicht rasten und essen. Wenige Kilometer südlich Jokkmokk finden wir einen Hinweis auf den Storforsen. Da habe ich schon einiges von gehört, dass er so gigantisch über die Felsen donnert. Also hin. Das war dann auch das erste Highlight des Tages. Doch das zweite folgt sogleich. Geschafft.
Wir sind am Polarkreis. Wir sind in Jokkmokk. Heute Morgen ist uns bewusst geworden, dass wir genau heute, vor 11 Jahren, am 8. Juni 2011 bei Rovaniemi über den Polarkreis gefahren sind. Damals, morgens 11 Uhr, bei 27 Grad. Heute, 17 Uhr, bei 12 Grad. Der Polarkreis beschreibt die Grenze, wo ungefähr ab Mitte Mai bis Ende Juli die Sonne den Horizont nicht mehr berührt. Sprich, bei wolkenfreiem Himmel 24 Stunden Sonne sichtbar. Ob wir das dieser Tage erleben, mich würde es freuen. Schnell haben wir das Tagesziel erreicht. Heute fahren wir nach Jokkmokk. Jokkmokk ist hier oben in der Wildnis Lapplands ein Zentrum. Hier gibt es ein Sami-Museum. Das verspricht interessant zu werden. Schon im Freien werden uns originalgetreue Behausungen der Sami vorgestellt. Im Innern der Ausstellungshallen finden wir Bekleidung und lebenswichtige Exponate der Bevölkerung Lapplands. Interessant finde ich die Art der Präsentation. Im Vordergrund in 3D und dahinter das entsprechende Originalfoto aus vergangener Zeit. Stark gemacht. Wenige Meter weiter finden wir einen botanischen Garten. Hier werden keine exotischen Pflanzen präsentiert. Nein, genau die Flora, die hier in Nordskandinavien anzutreffen ist.
Natürlich ist der Park beidseits des Baches von Menschenhand gestaltet und angelegt. Aber er wirkt ganz natürlich auf uns, als wären wir in der freien Natur. Und wenn die Blaubeeren dann reif und süß sind, werden sie den Besucherkindern sicher schmecken. Auch Linnea borealis, das Moosglöckchen, ist hier zu finden. Da, die kleinen braunen Blättchen. Hiervon haben wir in Teil 4 unserer Filmreihe im Garten von Karl von Linné in Uppsala gehört. Ich mach mal einen Link oben rechts in der Ecke. Wir lassen den Park noch etwas auf uns wirken und fahren bald heim zu unserem Zuhause auf Rädern. Es gilt noch, Vorbereitungen für den morgigen Reisetag zu treffen. Wir folgen dem Inlandswegen in nördliche Richtung. Hä? Inlandswegen, sagst du? Ja, der Inlandswegen ist die schnellste Verbindung durch Schweden, von Nord nach Süd. Das südliche Ende befindet sich ungefähr bei Göteborg, das nördliche kurz vor der finnischen Grenze. Das sind knapp 2000 Kilometer. Aber so weit fahren wir heute nicht. Wir fahren nicht nach rechts weg zur finnischen Grenze, sondern irgendwann nachher nach links weg Richtung Norwegen. Und davon erzählen wir euch später. Wir haben Baustellenverkehr. Mehrere Kilometer fahren wir auf Schotterpisten. Langsam geht's voran. Bis wir dann in Kiruna landen. Kiruna ist durch seine Erzvorkommen bekannt. Das Werk gilt als weltgrößtes Eisenerzbergwerk. Die Grube gewinnt im Teilsohlenbruchbau aus dem Erzberg Kirunavaara hochwertigen phosphorhaltigen Magnetit. Das macht den hochwertigen Schwedenstahl so berühmt. Das Kiruna-Flöz stellt durch seinen hohen Magnetitgehalt die zweitstärkste magnetische Anomalie der Erde dar. In 400 Kilometern Höhe konnte das Vorkommen von ESA-Satelliten festgestellt werden. Der Bergbau bestimmt das Leben der Stadt. Man hat zum 100-jährigen Jubiläum der Firma einen riesigen Erzbrocken aufgerichtet. Deutlich sind Spuren von Magnetit zu erkennen. Auch an anderen Symbolen wird die Industriegeschichte vermittelt.
Die Maxus-Rakete wird bei Kiruna in Schwedisch-Lappland abgeschossen. So, wir haben unseren Platz für heute Nacht gefunden. Wir stehen ca. 40 Kilometer vor der norwegischen Grenze, westlich von Abisko. Der Platz gibt es da so augenscheinlich erstmal nicht sonderlich viel her, aber wir haben eine geile, geile Aussicht. Direkt neben dem Campingplatz befinden sich Skilifte. Das macht ihn natürlich für Wintersportler attraktiv. Statt Vorzelte gibt es hier beheizbare Holzhütten. Der Campingplatz gehört zu einer Hotel- und Freizeitanlage. So Leute, weiter geht's. Wir fahren Richtung Westen, wir fahren nach Norwegen. Wir werden in ca. 40 Kilometer bei Narvik sein und unser Tagesziel liegt bei Tromsø. Unterwegs sehen wir einen Eisenerzzug auf dem Weg ins norwegische Narvik. Hier wird das Erz auf Schiffe verladen und in alle Welt transportiert. Das Eisenerz wird in Selbstentladewagen transportiert, die leer 20 Tonnen wiegen und mit 80 Tonnen Erz beladen werden. Die Züge bestehen aus 52 Wagen. Wegen des hohen Zuggewichtes sind die Wagen mit Mittelpufferkupplungen sowjetischer Bauart ausgerüstet. Sie verkehren beladen mit 50 km pro Stunde und leer mit 60 km pro Stunde. Wir passieren die Grenze ohne jegliche Kontrolle. Das sind die ersten Bilder auf norwegischem Grund. So, jetzt waren wir dann auch das erste Mal in Norwegen tanken. Zurzeit 2,51 Euro. Das haut mich um. Kunstschruller. Herrlich. Jetzt haben wir drin. Hört das? Es tropft aufs Dach. Wir haben heute ein kleines bisschen Pech gehabt heute Nachmittag. Wir wollten eigentlich nach Tromsø auf den Campingplatz in der Stadt. Aber der ist ausgebucht. So sind wir über 20 Kilometer weiter gefahren.
und stehen jetzt hier auf einem kleinen, aber netten Platz, muss ich sagen. Direkt am Meer. Und da zeige ich euch vielleicht gleich noch ein paar Bilder. Wenn es mal ein bisschen weniger regnet, gehe ich mal raus. Heute spricht man Französisch auf diesem Campingplatz. Eine geführte Tour ist hier zu Gast. Circa 40 Wohnmobile. Seht ihr, man muss nur lang genug warten. Dann klappt das auch mit dem Wetter. Wir haben 8 Grad. Es ist kräftig windig. Ihr seht es Anorak an mit Fließeinlage drin. Aber was soll's, die Hauptsache, es ist trocken. Gestern hat es nämlich ganz, ganz heftig geschüttet. Und jetzt fahren wir rüber nach Tromsø. Die Stadt wollen wir uns hier ansehen. Und wenn ihr dran bleibt, seid ihr dabei. Ich glaube, kein Bauwerk prägt das Bild der Stadt so wie die Eismeerkathedrale. Die Eismeerkathedrale ist eine evangelisch-lutherische Pfarr- und Seemannskirche und das Wahrzeichen der Stadt Tromsø. Eine echte Kathedrale ist sie nicht, weil kein Bischof sitzt. Sie wurde 1965 auf der Festlandseite der Stadt am Ortsrand erbaut. Die Dachschrägen reichen bis an den Boden und bilden so im Norden und Süden des Gebäudes die Außenwände. Sie wurden aus mit perlgrauem Aluminium verkleidetem Beton errichtet. Sie stilisiert Eisplatten. Daher ist die Kirche noch immer ein Streitpunkt in der Bevölkerung. Aber genau das macht sie aus in dieser Stadt. Hier, wo so viele Arktis-Expeditionen begannen und immer noch starten. Besonders bei Nacht wirkt sie so mächtig. Auf die Insel und somit dem Zentrum der Stadt gelangt man über die Tromsø-Brua. Sie überspannt den Tromsø-Sund. Mit einer Länge von 1036 Metern war das Bauwerk nach seiner Fertigstellung im Jahre 1960 Nordeuropas größte Spannbetonbrücke. Die leicht bogenförmige Balkenbrücke mit ihren schlanken Säulen dient als Vorbild für nachfolgende Spannbetonbrücken in ganz Norwegen. Als wir so durch die Fußgängerzone gehen, wundere ich mich, dass so viele Holzhäuser bestehen.
Aber das macht den Charme Tromsøs aus. Und die Deutschen fallen nicht nur über die Straße in Norwegen ein. Wir kommen zum Hafen und sehen die Westerholm. Ein Hurtigrutenschiff, das zwischen Bergen und Kirkenes im hohen Norden pendelt. Zum Abschluss die heiligen Worte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und aktiviere das Klingelchen. So wirst du benachrichtigt, wenn etwas Neues im Kanal passiert. Man sieht sich. Europa ist ja nicht so groß.